Das hier ist normalerweise ein Sumpf. Also hier sinkt man spätestens hier mit den Füßen komplett ein. Und jetzt finden sich hier in einem vollkommen trockenen Sumpf zahlreiche Hirschspuren. Rotwild haben wir hier. Und vielleicht auch manche Menschenspuren. Aber in erster Linie sind es halt Rotwildspuren. Mai 2024 hier in Westnorwegen. Wir haben einen unglaublichen Mai gehabt. Das heißt von dem Wetter, von der Sonne, von den Temperaturen. Heute 25 Grad. Ich habe kurze Hosen an. Ich glaube, in den ganzen 2,5 Jahren, die wir hier schon leben, hatte ich keine kurzen Hosen draußen an. Wahnsinn. Ja, das ist aber nicht immer so. Das ist hier wirklich eine absolute Ausnahme. Wir hatten einen extrem kalten Winter. Minus 16 Grad. Das war, glaube ich, die zweittiefste Temperatur überhaupt hier gemessen. Der Fjord da hinten, der hat angefangen zuzufrieren. Das habe ich auch in den 2,5 Jahren noch nicht erlebt. Und ich habe eigentlich gedacht, nach den 7 Monaten Winter, Kälte, Dunkelheit, Schnee, hier sicherlich 1,5 Meter Schnee, würde das hier nie wieder irgendwas mit Sommer oder sommerlichen Gefühlen überhaupt. Aber denkst du? Da kommt schon wieder das nächste Aber. Nächste Woche haben wir wieder traditionelles norwegisches Wetter. Das heißt 10 Grad Kälte, 15 Grad rum und natürlich täglich Regen. Das ist der Normalzustand hier in Norwegen. Dazu auch in meinem letzten Short, Carpe Diem. Nutze den Tag. Denn einen schöneren gibt es vielleicht nicht mehr in Norwegen.